Ein Angebot zur Schuldenprävention ist der sogenannte Finanzführerschein, der vom IFS koordiniert wird. Wie genau funktioniert dieses Angebot, beziehungsweise was hat sich verändert? Wir haben jetzt bereits seit 4 Jahren den Finanzführerschein, und zwar sprechen wir eine Altersgruppe von 10- bis 18-Jährigen an. Neu dazu kommt jetzt, dass wir ein Zusatzmodul für über 18-Jährige von 18- bis 25-Jährige anbieten werden. Der Finanzführerschein ist so aufgebaut, dass er mit seinen mittlerweile vier Stufen, Small, Medium, Large, jetzt XL, Jugendliche ganz altersspezifisch anspricht. Das heißt, ein 10-Jähriger hat natürlich ganz einen anderen Zugang zu finanziellen Gegebenheiten wie ein 18-Jähriger. Und genauso spezifisch werden die Angebote, die Workshops, die Schulungen, die Beratungen aufgebaut. Ganz spezifisch, je nachdem, wie alt ein Jugendlicher ist. Sinn und Zweck ist, Menschen, den jungen Menschen, einen wirklich verantwortungsvollen Umgang mit Geld beizubringen. Woher kommt die Notwendigkeit, dass Sie das jetzt erweitern mussten? Warum nicht gleich? Die Notwendigkeit kommt hier, dass die Erkenntnis gewachsen ist, dass speziell junge Erwachsene, die arbeitslos sind, speziell gefährdet sind, in die Schuldenfalle zu kommen. Und so haben wir die Initiative aufgegriffen und bieten diesen Finanzführerschein auch an über 18-Jährige an. Wenn Sie von Jugendlichen sprechen, haben Sie irgendwelche Rückmeldungen bereits bekommen? Eigentlich sehr positive. Ich bin ja immer bei der Übergabe der Finanzführerscheine dabei und kann da erleben und in Gesprächen auch feststellen, dass die jungen Menschen das sehr positiv aufnehmen und vor allem, dass sie ganz positive Erkenntnisse auch aus diesen Schulungen, aus diesen Beratungen mitnehmen. Die Schuldenfalle. Eigentlich, wenn man von Schulden spricht, spricht man von großen Summen. Es kann aber auch bei kleinen Summen schon beginnen, zur Prävention jetzt. Wie lange werden die Jugendlichen dann begleitet? Werden sie betreut? Und welche Hintergründe hat das soziologisch? Beim Finanzführerschein ist es so, dass man sie begleitet, betreut, also genau über diese Altersgruppe weg, vom 10-Jährigen, der den kleinen Führerschein sozusagen machen kann, den S, bis dann hin zum 18-Jährigen. Sollten sie aber trotzdem ein Problem haben, steht natürlich die Schuldenberatung offen und hier begleitet man sie ganz sensibel, unterstützt sie dabei, aus dieser Schuldenfalle wieder herauszukommen.